Herzlich willkommen beim Format Aktien im Fokus mit Freestocks und Fit for Finanzen. Wir haben auch heute wieder einen Wert, der sicherlich bekannt sein dürfte und der in den letzten Jahren für sehr, sehr viel kontroverse Diskussionen geführt hat. Dazu nehme ich auch direkt den Roland mit ins Gespräch. Hallo Roland. Hallo Andreas. Wir reden heute über den Elektroauto-Pionier, über Tesla. Ganz genau, die Aktie haben wir uns in der Vergangenheit bereits angeschaut, aber vor dem aktuellen Hintergrund der Quartalszahlen, die auch in dieser Woche veröffentlicht werden, schauen wir uns die Aktie heute noch mal etwas genauer an. Genau, wer hier im Archiv mal nachschauen möchte, ich glaube, das Video ist auf dem Kanal von WASelf Invest noch verortet, aber das findet man in der Playlist letzten Endes und unter dem Datum 5.4., also so lange ist es schon her, ein Quartal, deswegen kommen auch jetzt die Quartalzahlen. Ein paar Fakten haben wir trotzdem nochmal zusammengetragen, natürlich nicht dieselben Slides wie vor einem Quartal, aber man muss wissen, dass der amerikanische Autohersteller neben Elektroautos auch andere Sachen macht, zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Genau, Photovoltaikanlagen und auch Batteriespeicher. Batteriespeicher zum einen natürlich auch für Photovoltaikanlagen, aber letztendlich geht es auch um die Batterien, die dann in den E-Autos entsprechend verbaut werden. Und das Model S, von dem so oft die Rede ist, oder auch Model 3, die Modelle, die kamen erst viel später. Die ersten waren tatsächlich von 2008 bis 2012 gebaute Roadster und das waren auch die ersten, die als Batteriesystem die Lithium-Ionen-Zellen verwendet hatten. Ganz genau. Und der Marktanteil von Tesla war in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr hoch. 2021 haben wir nochmal hier aufgelistet, da lag der Marktanteil in den USA bei den Elektrofahrzeugen bei sagenhaften 79%. In Kalifornien wird das Ganze administriert und da wurden auch die ersten Fahrzeuge gefertigt. Als ich dort mal die Tesla-Fabrik besucht habe, um nur mal zu schauen, wie das da so ist im Silicon Valley, da sind mir auf dem Parkplatz lauter Teslas aufgefallen. So viel hatte ich vorher noch nie gesehen. Ganz genau. Und auch ein Fakt, den vielleicht nicht jeder kennt, das Unternehmen wurde nicht von Elon Musk gegründet, auch wenn er natürlich seit sehr, sehr vielen Jahren mit im Boot ist und sicher die bekannte Persönlichkeit auch ist, die hinter Tesla steckt und die das Unternehmen letztendlich auch so erfolgreich gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber er hat auch gut profitiert. Er hatte viele Tesla-Aktien. Wenn man das wiederum umrechnet mit den Aktienkurs, ist er nach aktuellem Rating mit Abstand der reichste Mensch der Welt. Genau, das schwankt teilweise natürlich auch sehr, sehr stark, genauso stark wie die Tesla-Aktie zeitweise schwankt. Aber mittlerweile ist er doch mit gehörigem Vorsprung da der reichste Mann der Welt. Respekt, Respekt. Wir sind gar nicht in der Liste gewesen, aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen natürlich bei Tesla nicht nur drauf, wie viel Geld quasi der CEO verdient, sondern wichtig ist, welche Auslieferungen kommen denn in diesem Segment zutage. Und da hat Tesla in den letzten Wochen so ein bisschen gestockt. Wenn man sich Konkurrenz anschaut, insgesamt ist das Ziel ja für dieses Jahr ausgegeben über 1 Million. Nach dem ersten Halbjahr kann man sagen, es wird wirklich knapp. Es wird knapp, auch wenn das erste Quartal durchaus sehr, sehr ordentlich verlief, hier mit 310.000. Bei dem zweiten Quartal sieht es jetzt etwas aus, als käme man da ins Stocken. Der Anstieg nicht mehr ganz so stark wie im ersten Quartal, lag jetzt bei ca. 250.000 ausgelieferten Modellen. Und da muss man natürlich jetzt noch einen Zahn zulegen, um dann das ambitionierte Ziel letztendlich auch zu erreichen. Wenn man nämlich sich die Konkurrenz anschaut, so ist die nicht weit weg. Da hat zum Beispiel der BYD erstmals mehr ausgeliefert als Tesla, wobei da natürlich auch die Hybridwagen mit reinzählen. Also je nachdem, wie man es vergleicht, aber die Konkurrenz ist auf alle Fälle da. Und das liegt nicht daran, dass Tesla die Autos nicht verkauft werden, sondern sie können nicht ausgeliefert werden teilweise. Bei dem Werk in China stehen auf dem Parkplatz ein ähnliches Bild wie vor dem Werk in San Francisco. Da türmt sich alles und wartet auf die nächsten Dampfer nach Europa beispielsweise. Genau, da gibt es immer noch Lieferengpässe entsprechend, um dann auch die Fahrzeuge hier zu verschiffen. Und ja, da darf man gespannt sein, ob sich das vielleicht auch etwas entspannt in den nächsten Wochen und Monaten und dann die Tesla auch wieder alle hier zum entsprechenden Termin an ihren Bestimmungsort ausgeliefert werden können. Wenngleich es ja auch schon das Werk in Grünheide gibt. Also es wird auch in Europa schon fleißig hergestellt, aber das reicht eben nicht, um die Nachfrage abzudecken. Genau, da ist man weiterhin auf den Import bzw. auf den Export aus Asien entsprechend angewiesen. Freut man natürlich sich für die Firma, aber wenn in der anderen Zeit die Konkurrenz
schneller ausliefert und man braucht unbedingt ein Elektroauto beispielsweise, weil man noch eine Prämie im Blick hat oder weil man einfach heiß drauf ist auf diese neue Form der Mobilität, dann greift man vielleicht auch zu anderen Modellen. Wir haben schon über ein paar gesprochen, zum Beispiel über Lucid und NIO in der Serie Aktien im Fokus. Rivian glaube ich noch nicht, aber das sind wirklich Tesla-Jäger, wie man so schön sagt. Genau, es gibt mittlerweile einige Mitbewerber, die auch immer stärker im Kommen sind und die auch ihre Umsätze, ihre Auslieferungszahlen sehr, sehr stark ausbauen können und damit doch zu einer ordentlichen Konkurrenz für Tesla werden. So ist das ja meistens mit einem Pionier. Er bereitet erstmal den Weg vor, er macht etwas völlig Neues, er geht dann sozusagen in Vorleistung, was die Innovation angeht und die anderen bauen es so ein bisschen nach, wenn auch mit Raffinessen, die sich vielleicht durchsetzen können, zum Beispiel eine austauschbare Batterie, die es bei der Konkurrenz geben soll, die zum Beispiel ja Tesla nicht hat. Da ist die Batterie ja richtig verschweißt mit dem Chassis. Genau, da ist auch immer wieder, Innovationen sind da immer noch ein großes Thema in dieser E-Mobilitätsbranche. Und ja, da muss natürlich Tesla auch schauen, ob man dann auch auf andere Systeme irgendwann setzen wird oder ob man strikt bei seinem aktuellen Stiefel da auch bleibt. Da darf man gespannt sein, was da auch die Branche in den nächsten Jahren noch im Petto hat. Ja, da muss man nicht unbedingt nach Asien und Amerika schauen, sondern kann in Deutschland bleiben. Der Volkswagen-Chef, der Herbert Diess, hat ja gesagt, dass Tesla bald überholt wird von Volkswagen selbst. Also da darf man wirklich gespannt sein. Ist denn der Aktienkurs, der ja viele Jahre lang ganz weit oben war und zum Beispiel auch von einer Cathie Wood dazu führte, dass sie ihren ARK-Flagship-ETF so gut managen konnte, noch gut unterwegs? Genau, schauen wir zunächst mal auf einen sehr langfristigen Chart hier, auf den entsprechenden Wochenchart, Tages- oder Wochenchart, der sehr, sehr lange zurückgeht. Da sieht man wirklich, dass die Tesla-Aktie aktuell nicht mehr so volatil ist, wie sie insbesondere zum Ende des letzten Jahres hin war. Da hat sie ja auch ihr Hoch markiert bei 1244 Dollar und war dann auch sehr, sehr volatil und hat aber einen leicht absteigenden Trendkanal hier ausgeformt. Und dann, hier Ende Mai beziehungsweise im Juni wurde dann mehrmals eine sehr, sehr langfristige Unterstützung getestet. Das ist diese aufsteigende Trendlinie. Ich habe sie mal etwas dicker eingezeichnet, damit man sie auch gut sieht. Die wurde mehrmals getestet und da gab es auch immer wieder einen entsprechenden nennenswerten Abpraller auf der Oberseite. Jetzt können wir mal hier etwas reinzoomen in dieses Bild. Da sieht man auch hier die untere Trendkanalbegrenzung wurde das ein oder andere Mal angelaufen und führte immer wieder zu einem Aufwärtsimpuls von ca. 100 bis 150 Dollar. Aber hier im Bereich von ca. 760 bis 780 Dollar kam immer wieder Verkaufsdruck aus, also auf. Die Aktie konnte sich nicht über dieses Widerstandsniveau hinaus trauen entsprechend. Man sieht hier auch, dass sich der Tageschart immer weiter einengt. Also man könnte ja auch sowas wie ein Dreieck auf Tagesbasis einzeichnen. Hier sieht man höhere Tiefs auf Tagesbasis entsprechend über die letzten Wochen. Und man handelt aber immer noch im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts, der noch relativ steil nach unten geneigt ist. Und jetzt warten viele vielleicht auch die Quartalszahlen in dieser Woche ab. Und da kann es durchaus sein, dass zu so einem Event dann entsprechend hier auch der Ausbruch erfolgt, entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite. Und da sollte man vielleicht diese Zahlen abwarten und sich dann entsprechend nachher trendfolgend positionieren. Es ist auf der Oberseite wieder einiges an Potenzial vorhanden, sollte man wirklich hier über die 760 bis 780 Dollar Marke ausbrechen, kann das durchaus direkt zu einer ordentlichen Aufwärtsbewegung führen, vielleicht bis in diesen Bereich des 200-Tage-Durchschnitts, der bei ca. 900 Dollar aktuell liegt. Das wäre eine Möglichkeit auf der Oberseite. Ansonsten sollten die Nachrichten doch recht negativ sein und auch die Quartalszahlen könnte ja auch nochmal ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung anstehen. Also da sollte man, bevor man jetzt einsteigt, vielleicht die Zahlen entsprechend hier abwarten. Und bei den Zahlen schwingt natürlich auch immer die Profitabilität mit. Die Tesla-Modelle sind die profitabelsten Autos, die es gibt weltweit. Also die hängen die Konkurrenz ab. Da wird viel Geld letzten Endes auch verdient. Aber Elon Musk versucht ja auch dann bei den Mitarbeitern ein bisschen zu sparen und möchte da eine schlanke Linie fahren.
Genau, da muss man wirklich auch schauen, wie entwickeln sich die Margen weiter. Gerade in Deutschland hat man ja auch schon gehört, die Gewerkschaften da, insbesondere auch in Grünheide, die verlangen auch den einen oder anderen Prozentpunkt mehr an Lohn für die entsprechenden Mitarbeiter von Tesla. Von daher darf man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Auch Energiepreise sind ein großes Thema bei Tesla, die ja jetzt doch sehr, sehr hoch geworden sind im ersten Halbjahr 2022. Und ja, da muss man abwarten, ob die Margen wirklich so hoch bleiben können, wie sie bis dato waren. Wir werden das updaten und haben dann auch noch weitere spannende Aktien bei Aktienfokus. Danke dir, Roland Jing. Sehr gerne.